Radis Erben, der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick. Radis Erben, der Löwen-Podcast, schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. Ja, man weiß eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll, über den TSV 1860 München zu sprechen. Es ist tatsächlich ja eine schwierige Zeit, die der Löwe momentan durchmacht. Kollege Uli Kellner hat in einem Kommentar davon gesprochen, dass es ja die schlimmste Zeit seit dem Abstieg 2017 ist. Ich glaube, dem ist auch nicht so viel hinzuzufügen. Das trifft es schon relativ genau. Ja, also die Nerven sind teilweise massiv angespannt bei den Protagonisten. Das ging so weit, dass in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Meppen Günter Gorenzel, der Sportgeschäftsführer und Interimstrainer beim TSV 1860 München, mit Artikeln und Textmarker aufgetaucht ist und das Ganze in die Kamera gehalten hat, was ich so auch noch nie erlebt habe. Olli, hat dich damit versucht, ein bisschen in die Enge zu treiben. Fangen wir mal mit dem Thema an. Also er hat quasi kritisiert, dass du Holzhausers Transfer bemängelt hast, vorher den Transfer aber quasi in Artikeln begrüßt hast und dann auch abgefeiert hast als Coup. Das hat er dann quasi in die Kamera gehalten. Was sagst du dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Tobi, erstmal sehe ich nicht, dass er mich an die Wand gedrückt hätte. Und ich finde ja sowas positiv prinzipiell, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Ja. Diese Situation hatte ich oft erst auch mit Werner Lorand zu den guten Zeiten von 60 München. Es ist aber so, dass der Transfer Raphael Holzhauser, dass ich im Vorfeld ganz klar da mich festgelegt habe, dass 60 ein starkes Profil braucht. Der einen Spielertypen, der laufen kann und der kämpfen kann. Und das habe ich auch so kommuniziert, das ist auch bekannt, das kann man auch nachlesen, beziehungsweise auch im Podcast nachhören. Und wie gesagt, und der Transfer von Raphael Holzhauser ist aus meiner Sicht, es ist ein sehr guter Spieler, hat einen sehr guten linken Fuß, er hat ein super Auge, aber ich sage halt einfach so, dass in der dritten Liga einfach andere Werte gefragt sind und dass es Günter Gorenz größter Coup ist, das muss man auch ganz klar festhalten, denn er hat noch keinen Spieler verpflichtet, der teurer ist vom Marktwert her als Raphael Holzhauser mit 1,4 Millionen Euro. Und außerdem kommt ein Spieler, wenn ein Spieler von der ersten Liga in die dritte Liga wechselt, ja, was soll er sonst sein? Also es ist sein größter Coup, das war sein Königstransfer, das war sein letzter Schuss. Und daran wird er eben gemessen, Raphael Holzhauser. Und es ist einfach auch meine Aufgabe, ja, einen Spieler zu bewerten. Ja, und wenn ein Spieler nicht richtig laufen kann, beziehungsweise nicht die Tugenden in der dritten Liga einbringen kann, dann muss ich das bewerten. Und das ist meine Aufgabe als Journalist. Ja, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass man zu so einem Zeitpunkt, wenn über einen Transfer gesprochen wird, über einen Mann aus der ersten Liga, der durchaus schon des Öfteren durch tolle Vorlagen, Tore und so weiter aufgefallen ist, man aber in dem Moment nicht sagen kann, in welcher körperlichen Verfassung der sich befindet. Und das muss ja wiederum der Verein wissen, der ihn gescoutet hat. Und das ist das, was man, glaube ich, bemängeln muss, daran, dass man sich da bei 60 München, obwohl man so lange Zeit hatte, 3 Monate sich genau um exakt diesen Transfer zu kümmern, da anscheinend nicht hingeschaut hat, dass er halt körperlich einfach nicht auf der Höhe ist. Und das ist das, was ich immer noch bemängle, auch wenn das im Meppenspiel, jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen, das war der SV Meppen, ja, also das muss man schon auch dazu sagen, auch wenn das in Meppen jetzt besser ausgesehen hat, aber man hat schon gesehen, dass er körperlich einfach nicht auf der Höhe ist. Das muss man ganz klipp und klar so festhalten. Ich glaube, wir haken das Thema mal ganz schnell ab, weil es so viele andere Baustellen derzeit gibt beim TSV 1860 München. Es gab dann dieses 1:2 beim SV Meppen, wo jetzt vielleicht Günter Gorenzel geneigt ist zu sagen, naja, es fehlen die berühmten Nuancen, von denen er immer spricht, wenn es dann darum geht, ob der Ball an den Pfosten geht oder ob es einen Elfmeter gibt. Aber da glaube ich, Olli, kann man ganz klipp und klar sagen, diese Mannschaft, die er zusammengestellt hat, die er ins Rennen geschickt hat, die hat ganz andere Ansprüche als der SV Meppen. Und dass man Chancen in dem Spiel hat, schön und gut. Aber
Davon durfte man vor dieser Saison auch ausgehen. Davon musste man vor dieser Saison ausgehen, dass jetzt 60 München gegen SV Meppen schon auch Chancen haben könnte. Das kann es nicht sein. Also man muss diesen Gegner ganz klar beherrschen. Das hat 60 München nicht getan und deswegen dieses Spiel zu Recht verloren. Ja, leider, Tobi, aber mich wundert es nicht, dass 60 München dieses Spiel verloren hat, denn ich habe die Tage zuvor im Training aufmerksam verfolgt und ja, und auch Günter Gorenzel, der Interimstrainer, mit dessen Körpersprache, die er ja auch mehr oder weniger dann auch auf die Mannschaft überträgt, kann man in der dritten Liga nicht bestehen. Jetzt war es so, dass dann nach dieser Partie, ich glaube, lagerübergreifend, ich glaube, das kann man so sagen, also die mehr so dem e.V. Zugeneigt sind, auch die mehr der Investorenseite zugeneigt sind, ich glaube, lagerübergreifend kann man das sagen, sind die Aktien von Günter Gorenzel dann so ein bisschen in den Keller gerutscht nach dieser Partie am Samstag, ich glaube, das kann man so festhalten. Dementsprechend wurde dann schon von verschiedenen Zeitungen ja, darüber berichtet, dass Günter Gorenzel kurz vor der Ablösung stehen soll beim TSV 1860, nicht nur als Interimstrainer, sondern als Sportgeschäftsführer. Es ist seitdem jetzt nichts mehr passiert. Mich wundert ein bisschen, Olli, dass der Verein das so auf die lange Bank schiebt, dass es am Donnerstag eine Aufsichtsratssitzung geben soll. Also ganz, ganz plump und plakativ formuliert, bei jedem Kreisklassenverein würde es sofort nach dem Spiel eine Sitzung geben und da würde darüber debattiert werden, wie es denn weitergehen soll. Jetzt ist man 2 Wochen ohne Trainer, es hat nicht funktioniert mit Günter Gorenzel und dann schiebt man das wieder auf Donnerstag, dann wird Günter Gorenzel vermutlich auch gegen Ferl wieder auf der Bank sitzen. Das ist doch brutal gefährlich. Noch dazu sagt der Präsident Robert Reisinger jetzt auch in einem Interview, dass man jetzt keinen hektischen Aktionismus braucht. Hat er gesagt, Aktionismus ist meistens hektisch. Der hat es sogar noch gesteigert, Robert Reisinger. Und dass man sich da jetzt Zeit nehmen müsse. Und den Aufstieg hat er auch schon abgeschrieben. Also es gilt jetzt, die Punkte gegen den Klassenerhalt zu sammeln. Vom Aufstieg will keiner mehr reden, zumindest nicht Robert Reisinger. Auch das ist, finde ich, ein starkes Stück, dass man, wenn man einfach tatsächlich noch wirklich nah dran ist am Relegationsplatz, das jetzt einfach wegwischt und herschenkt und das riskiert, diese Ausgangsposition dann noch schlechter werden zu lassen. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, also ich finde erstmal grundsätzlich, die Situation ist für mich besorgniserregend und du hast es eigentlich schon alles vorweggenommen. Michael Köllner ist jetzt seit 14 Tagen Geschichte bei 60 München und es gibt immer noch keinen Trainer. Ich weiß nicht, warum hier der Aufsichtsrat erst am Donnerstag tagen will. Also es brennt bei 60 München, ja. 60 München braucht eigentlich morgen einen neuen Trainer und den Leuten oder den Bossen sozusagen, den Funktionären von 60 München ist nicht bewusst, in welcher Situation sich der Verein befindet. Der Verein hat im Vorfeld 6 Millionen Euro in diesen Kader investiert, ja, und jetzt gibt man diesen Aufstiegskampf ab. Ja, ich habe heute in der Früh mit Thomas Müller übrigens telefoniert, der seinen 60. Geburtstag feiert, übrigens in Koh Samui in Thailand, und der hat dasselbe gesagt. Ja, er kann es nicht verstehen. Dresden ist nur 2 Punkte besser in der Tabelle platziert. Und die greifen an. Die wollen den Aufstieg. Und bei uns sagt jeder, also nee, also mit dem Aufstieg haben wir jetzt mal nichts zu tun. Also ich frage mich, wo die Ziele von 60 München sind. Was mich dann auch interessiert, also es war ganz klar nicht bei dir auf der Seite zu lesen, dass Günter Gorenzel vor der Ablösung steht. Da waren andere Journalisten wesentlich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, schneller. Woher beziehen die ihre Informationen? Ach, Tobi, was soll ich da noch sagen? Ich kenne ja hier die Gemengelage bei 60 München sehr, sehr gut, aber dazu will ich eigentlich gar nichts sagen. Das ist eigentlich selbstredend. Kann sich jeder seinen Teil selber dazu denken, wie so etwas entsteht. Gut,
Günter Gorenzel scheint nicht mehr zu halten zu sein. Wie es denn weitergeht, ist tatsächlich völlig offen. Es ist dann jetzt auch darüber debattiert worden, wer denn nachfolgen könnte, zum Beispiel auf einen Günter Gorenzel. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass wieder eine Geschäftsführerposition doppelt besetzt wird, wie es ja jetzt aktuell der Fall ist, mit dem Finanzgeschäftsführer Marc-Nicolai Pfeiffer und dem Sportgeschäftsführer Günter Gorenzel. Ich könnte mir dann vorstellen, wenn man schon keine Kohle mehr für einen neuen Trainer hat, wie das Günter Gorenzel gesagt hat, ob das so ist, weiß ich nicht. Günter Gorenzel hat es gesagt, aber dass dann schon ein Manager quasi eingestellt wird, kein Geschäftsführer, sondern einfach ein Manager der ersten Mannschaft, wo man vielleicht nicht das Gehalt eines Günter Gorenzel, eines Geschäftsführers bezahlen muss. Wie das passieren soll, weiß ich nicht. Die Frage ist, nachdem sich jetzt auch beim e.V. so ein bisschen Widerstand gegen Gorenzel aufzubauen scheint, warum man dann den Vertrag per Option einfach nicht oder wieder verlängert hat Ende Dezember. Das ist die große Frage. Und so ein paar Wochen später stellen sie fest, oh, er ist doch nicht so gut. Also mein Stand ist zumindest, dass die Ismaek-Seite nicht erfreut ist über die Arbeit von Günter Gorenzel, aber das ist schon seit längerer Zeit. Auf der anderen Seite dagegen gibt es viele Fürsprecher für Günter Gorenzel, aus welchen Gründen auch immer. Man muss schon eins jetzt mal festhalten. Günter Gorenzel hat Michael Köllner beurlaubt, ohne einen Plan B in der Schublade zu haben. Ja? Und ich weiß nicht, ob er sich ausgeträumt hat, dass er jetzt zu einem günstigen Zeitpunkt 60 München als Interimstrainer übernimmt. Vielleicht hat er gedacht, dass er jetzt das Ruder rumreißen kann. Ich weiß es nicht. Fakt ist, wie Günter Gorenzel auch immer so schön sagt, zwei Spiele, nur ein Punkt gegen Gegner wie Oldenburg und Meppen. Und das ist einfach zu wenig für die Ansprüche von 60 München. Das ist jetzt natürlich rein spekulativ, aber die Beurlaubung kam vor den Partien Oldenburg-Meppen. Ferl hat sich Günter Gorenzel da womöglich so weit aus dem Fenster gelehnt, dass er gesagt hat, naja, da kann ich meine Position dann nochmal schön stärken. Ja, das glaube ich, aber es ist eine Vermutung zumindest, ja. Weil, also nochmal, er als Geschäftsführer entlässt oder beurlaubt Michael Köllner und hat dann keinen Plan B in der Tasche und sagt dann, ja, also wir müssen jetzt schon schauen, was wir eigentlich Gelder auftreiben können. Also wenn ich jetzt meine Firma so führen würde, dann könnte ich eigentlich in ein paar Wochen ja das Ganze in die Tonne Olli, kloppen. es ist ja auch darüber gesprochen worden, dass Günter Gorenzel der einzige Angestellte beim TSV 1860 München ist, der über einen Fußballlehrer, über die FIFA-Lizenz verfügt. Aber du hast herausgefunden, dass das tatsächlich nicht so ist. Also es gäbe schon noch Kandidaten. Ja, was heißt, es gibt Kandidaten. Es gibt noch einen, der einen Fußballlehrerschein hat. Das ist Manfred Paula, der NLZ-Leiter. Der dürfte theoretisch die Mannschaft trainieren, aber das sieht seine Aufgabenfeld natürlich ganz woanders im NLZ. Und da wird er auch gebraucht, denn beide Mannschaften, die U19 und die U17, kämpfen oder um den Klassenerhalt in der jeweiligen Bundesliga. Also da gibt es genug Arbeit für Manfred Paula. Und außerdem dürfte auch Stefan Reisinger, ja, dürfte auch die Mannschaft führen. Denn ist ja dasselbe wie beim VfB Oldenburg mit dem Trainer, der ja auch jetzt den Fußballlehrer begonnen hat. Ab diesem Zeitpunkt zählst du eben auch als Fußballlehrer. Also ist das eine Option, wenn schon kein Geld da ist für einen Trainer? Ja, ich prinzipiell mag Stefan Reisinger, ja, weil er einfach auch selber bewiesen hat, dass er den harten Weg vom Amateurfußball eben in die Bundesliga geschafft hat als Spieler, ja, und als Trainer. Hat einen guten Job gemacht beim KFC Jüdingen, auch ein schweres Pflaster oder ein heißes Pflaster gewesen. Sportlich hat er damals den Klassenerhalt geschafft mit der ehemaligen Werkself, aber dann eben Lizenzentzug beim KFC Jüdingen. Aber nochmal, 60 München ist ein ganz anderes Pflaster, beziehungsweise eine ganz andere Baustelle als so ein Club wie der KFC Jüdingen. Wir sind an einer Stelle ein bisschen falsch abgebogen, weil ich natürlich auch noch darauf kommen wollte, dass jetzt natürlich verschiedene Namen im Gespräch sind. Eventuell ein Name, der ja auch aufgrund der fehlenden Erfahrung vielleicht kostengünstig in die Bresche springen könnte für Günter Gorenzel als Manager wäre ein Benny Laut. Also da wurde ja davon geschrieben, Günter Gorenzel, der steht vorm Rauswurf und Benny Laut soll es jetzt machen, zu dem
Robert Reisinger angeblich auch Kontakt schon in Vergangenheit aufgenommen hat, mit ihm Gespräche geführt hat. Auch die Investorenseite soll ganz positiv sein, was die Person Benny Laut angeht. Allerdings glaubst du nicht, dass das so kommen wird. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, und jetzt muss man das Ganze auch nochmal aufrollen. Also den ersten Kontakt zu Benny Laut hatte die Investorenseite 2016. Er sollte damals Assistent werden von INR. Und Robert Reising hat, glaube ich, vor rund einem Dreivierteljahr das erste Mal Kontakt zu Benny Laut aufgenommen. Also er ist jetzt dann in diesem Jahr 6 Jahre im Amt bei 60 München. Also ja, irgendwann muss man halt mal dann Kontakt aufnehmen zu den Idolen von 60 sozusagen. Ein bisschen spät aus meiner Sicht, aber er hat es immerhin gemacht. Und ich weiß auch nicht, ob Benny Laut jetzt der Richtige ist für diese Aufgabe. Ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Allerdings muss ich auch sagen, jetzt in diesen Verein reinzugehen, mit keinerlei Managererfahrung ist auch nicht unbedingt einfach, glaube ich. Ich traue Benny Laut prinzipiell zu, gute Spieler für 60 München zu finden. Und ich traue auch Benny Laut zu. Er hat ein Sportmanagementstudium abgeschlossen, also er hat das drauf auch. Ja. Er kennt den Verein in- und auswendig, aber jetzt sind aus meiner Sicht andere Charaktere gerade im Moment gefragt, um den Verein wieder in die Richtung zu bringen, wo er hingehört. Also wir stochern ein bisschen im Nebel. Da hinten übrigens auch. Wird auch im Nebel ein bisschen gestochert in München. Es passt zur Situation, dieses Wetter beim TSV 1860. Ja, also es ist kein Geld da. Sowohl für Trainer als auch für Manager oder Geschäftsführer, was auch immer. Also man kann sich quasi den Rauswurf von Günter Gorenzel gar nicht leisten, wenn man das mal so festhalten kann. Wie geht es jetzt weiter? Also, was glaubst du? Was wird jetzt gemacht? Am Donnerstag ist Aufsichtsratssitzung, warum auch immer so spät? Was wird gemacht? Ehrlich gesagt, ich rechne da mit einem offenen Ausgang. Es ist alles möglich. Ja, aber beide Seiten sollten sich jetzt mal besinnen, um was es eigentlich geht. Ja. Es geht jetzt nicht um Eitelkeiten. Der Egoismus, der muss jetzt einfach mal zur Seite gelegt werden. Es ist noch alles drin für mich bei 60 München. Also den Aufstieg habe ich noch nicht abgehakt, denn die Mannschaft ist prinzipiell gut. Nur du brauchst jetzt einfach einen Input von außen, der einfach die Jungs wieder aufrichtet, ja, der ihnen wieder den Spaß vermittelt, ja, und den sehe ich einfach momentan überhaupt nicht. Und es ist eher noch schlechter geworden nach dem Abschied von Michael Kölner als besser. Und das muss man einfach ganz klar festhalten, ja. Wenn ich in die Geschichte der Spieler schaue, dann weiß ich, das kann nichts werden. Ja, das sind bittere Aussichten. Auch gegen Ferl. Dieses Spiel hat 60 München auch noch nicht gewonnen. Ich warne, Tobi, so wie ich warne davor, wirklich, dass 60 München jetzt so weitermacht wie in den letzten 2 Wochen. So kann man nicht weitermachen, wenn man glaubt, dass man ein professioneller Verein ist. Ja. Also muss ich ehrlich so hart sagen, es tut mir auch leid, wirklich, weil ich hatte natürlich riesen Hoffnungen in diese Saison, und ich glaube auch, dass 60 in der Winterpause mit ein, zwei Verstärkungen es auf jeden Fall geschafft hätte. Und man muss ja auch sagen, und da sind wir auch wieder beim Thema. Wir haben auch nach der Verletzung von Marcel Bär gewarnt, diese Situation zu unterschätzen. Ja? Und der Verein, beziehungsweise auch die sportliche Kommandobrücke, hatte gehofft, geglaubt, keine Ahnung, dass man dieses Loch, dieses Bär-Vakuum überbrücken kann. Es ist leider nicht gelungen, und Marcel Bär ist auch noch lange nicht der Alte, wie man es ihn einem gewünscht hat. Das muss man auch mal sagen. Und da hat 60 halt dran zu knabbern. Ja gut, er ist zumindest auf dem Weg dorthin. Er hat jetzt zweimal hintereinander getroffen. Also vielleicht, wird das wieder mit Marcel Bär. Nichtsdestotrotz hat er natürlich auch viel zu lange gefehlt, Es wo 60 München eben nichts gemacht hat. ist natürlich auch bezeichnend, Tobi, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass die Ultras in Meppen ungefähr 8 Minuten, 9 Minuten vor Ende die Tribüne verlassen haben, beziehungsweise den Fanblock. Also es hat es ja lange nicht mehr gegeben bei 60 München, und da sollten sich mal alle Akteure bei 60 München hinterfragen, warum es so weit kommen konnte. Ja, und jetzt wird einfach fahrlässig das Ganze aufs Spiel gesetzt, indem man wieder eine Woche vergehen lässt. Ja, also das ist tatsächlich unglaublich. Gibt es wahrscheinlich so nicht mal in der Regionalliga und nicht in der Bayernliga. Nur bei 60 München gibt es solche Fälle. Das ist wirklich nicht zu glauben. Also wenn man meint, man hat schon alles erlebt, dann gehst du zum TSV 1860 München und wirst eines Besseren belehrt.
Das ist wirklich unglaublich. Also, wir stochern im Nebel, ich kann mich nur wiederholen. Wie es weitergeht, wissen wir beide tatsächlich überhaupt nicht. Günter Gorenzel leitet das Training und wie lange er das noch macht, das ist die große Frage. Es kann sein, dass wir in dieser Woche nochmal rauskommen mit einer neuen Ausgabe, wenn sich denn irgendwie was Neues tut. Es kann auch sein, dass sich ein Gesprächspartner auftut in dieser Woche in Radis Erben, hatten wir auch schon lange nicht mehr. All das ist noch möglich. Wir wollten euch mal kurz abholen nach diesem Spiel, die Bewertung. Ich glaube, die können wir uns schenken. Nachdem der Letzte, also gegen den TSV 1860, gewonnen hat, der seit August kein Spiel mehr gewonnen hat, ich glaube, da brauchen wir nicht näher auf eine Bewertung eingehen. Aber du Aber hast gesagt, Tobi, über zwei Personalien wollte ich trotzdem gerne mit dir sprechen. Zum einen Raphael Holzhauser und zum anderen auch Jannik Deichmann. Es gibt natürlich Auffälligkeiten. Jannik Deichmann, der für mich eigentlich der Spieler ist, der 60 am meisten verkörpert im Moment, sitzt nur auf der Bank. Ja. Also ich weiß nicht warum. Ich glaube nicht, also, oder mein Stand ist der, dass er im Vollbesitz seiner Kräfte war. Der Trainer hat ihn dann, oder Günter Gorenzel hat ihn dann erst. Jetzt musst du mir helfen. Ich glaube, erst mit dem Wechsel gebracht oder nach dem Wechsel erst. ich muss noch mal kurz reinschauen. Ich glaube, er ist zur Halbzeit gekommen. Nichtsdestotrotz, die Aufstellung kann ich so auch überhaupt nicht nachvollziehen, wenn man bedenkt, dass der beste Mann gegen Oldenburg, Erik Tallich, wieder nicht von Anfang an spielen durfte. Das kann ich dann einfach nicht mehr nachvollziehen. Also da fehlt mir dann auch irgendwie jegliche Grundlage dafür, den auf die Bank zu setzen. Das ist wirklich unglaublich. Jannik Deichmann. Der kam in der zweiten Halbzeit für Moll in die Partie. Hiller hat dann die Kapitänsbinde übernommen. Also das war erst in der zweiten Halbzeit. Die genaue Minute, die habe ich jetzt gerade nicht. Ist auch völlig egal. Ich versuche es nochmal irgendwo rauszufinden. Nein, also auch die anderen Positionen, Deichmann, Talich logischerweise. Es wird auch ein Wörl mit den Hufen scharren, aber den nimmt er erst gar nicht mit. Also das ist tatsächlich alles ja, sehr komisch, wie er denn die Mannschaft aufstellt. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Jetzt ist Moll gesperrt gegen Ferl. Auch wenn wir die Mannschaft jetzt nicht bewerten wollen vom Wochenende, eine Schwächung, glaube ich, ist es nicht, wenn Quirin Moll ausfällt für dieses Spiel. Auch wenn er selber sagt, es sieht nur so langsam aus bei ihm, das ist nicht so langsam, hat er tatsächlich gesagt. Auch da kann sich jeder sein eigenes Urteil drüber Wir bilden. sollten, Tobi, aber wir sollten noch über Raphael Holzhauser sprechen. Also ich muss sagen, Ja. zwischen der 30. und 45. Minute hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, da hat er einfach Akzente auch gesetzt, wie man sich von so einem Spieler vorstellt, auch der aus der ersten Liga kommt. Also er hat auch mehr oder weniger das 1:1 mit eingeleitet und hat auch einen Topball an die Latte geknallt. Ich glaube, war es ein Freistoß oder ein Schuss? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Nach der Pause ist er allerdings dann doch auch, haben seine Kräfte dann nachgelassen. Und vor allem, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass das ein Trainer, ja, der einen Fußballlehrerschein hat, dass er diesen Spieler mit diesem Profil als Rechtsaußen einsetzt. Also es ist ungefähr so, es muss man sich mal so vorstellen. Ich gehe jetzt mal ein paar Etagen höher. Basti Schweinsteiger, Louis van Gaal hat Basti Schweinsteiger absichtlich von der Außenposition in die Mitte gestellt, weil er es vom Tempo her gar nicht weglaufen konnte. Und Günter Gorenzel stellt so einen Spieler wie Raphael Holzhauser von der Mitte nach außen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Sorry. Also ich möchte mich auch anschließen, möchte noch ergänzen, dass Jannik Deichmann in der 61. Minute genau eingewechselt wurde, also während der zweiten Hälfte, das versteht nun wirklich kein Mensch. Raphael Holzhauser hat es besser gemacht, nochmal, ich habe es eingangs gesagt, das war nur der SV Meppen, das war der Letzte, der seit ewigen Zeiten nicht mehr gewonnen hatte. Insofern muss man da auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, man hat aber trotzdem gesehen, dass Raphael Holzhauser einfach, ja, was die Schnelligkeit, was die Physis angeht, nicht auf der Höhe ist. Das muss man so deutlich sagen, auch wenn das ein Schritt nach vorne war in die richtige Richtung von Holzhauser. Aber wie er die Physis jetzt innerhalb kürzester Zeit aufholen möchte, das sehe ich so nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Er läuft da einfach den anderen hinterher. Und das kannst du auf ein paar Wochen Aber nicht. Tobi, Ja. was
was wir mehr oder weniger seit Samstag auch wissen, Marcos Alvarez, ja, der hat ja jetzt nicht unbedingt die Figur für einen Vollblut-Profi. Ich erinnere mich eher ein bisschen an so ein bisschen Freibad-Fußball, macht mit einem sensationellen Tor den Siegtreffer für Meppen. Also es geht auch anders. So am Rande mal. Es geht auch anders, aber das haben wir ja schon oftmals thematisiert, dass das Scouting irgendwie bei den anderen Drittligisten besser funktioniert als bei 60 München. Dass da das Gespür mehr da ist als bei 60, aber das haben wir ja schon des Öfteren erzählt. Ja, also hinter dir wird noch trainiert. Wirklich optimistisch wirken die Akteure auf dich nicht, das hast du ja gesagt. Wir sind auch nicht optimistisch, wir sind tatsächlich sehr verblüfft und erstaunt. Mit welcher Gleichgültigkeit das im Verein angegangen wird, dieses Thema. Man hat fast irgendwie den Eindruck, na ja, dann bleiben wir halt wieder in der dritten Liga, ist ja nicht so schlimm. Hauptsache in Giersing, ja. Genau, Hauptsache Giesing. Das ist das Motto und das war's dann von uns. Ich kann euch schon mal sagen, dass ich nicht weiß, ob ich das nächste Spiel schauen kann, ob es dann ein Video von Radis Erben gibt, am nächsten Wochenende, während Uli hinten bei dir durchläuft. Was macht er denn da? Der Fotograf schleicht sich einfach mal kurz in den Podcast rein. Also ich weiß nicht, ob ich, dann ja, per Video dabei sein kann. Ich bin im Urlaub. Da ist er. Da Da hinten ist ist er er. übrigens Da den hat er sich ganzen Pracht. Da aufgetaucht. ist er. Schau, da ist er. In der Elo Freestyle-Jacke sozusagen, oder? Wo ist die Mütze? Wo ist die Mütze? Die Mannermütze. Ja. Ah, da, ja, jetzt kommt's raus. Wunderbar. Also, das war's von Radis Erben. Wenn wir sonst schon nichts zu lachen haben, dann zumindest hinten raus ein bisschen. Das war's von uns und eventuell melden wir uns die Woche nochmal. Bis dann, Servus. Ciao.